Grüße gehen raus an DJ Ninja 007. Ja. Die Kritters sind da, oh mein Gott! Nein, das sind ja Kremlins. Ach, jetzt haut sie auch noch ab. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Was ist da denn los? 2020, Ramses macht ein Pokémon Go Video. Ich dachte, der hat aufgehört. Nein, ihr müsst nämlich auch mal zwischen den Zeilen lesen. Ich habe ja gestern auch eigentlich nur geschrieben, dass das letzte Video in diesem Jahr ist. Das stand extra in der Beschreibung dabei, in dem Text, den ich gepostet habe. Und ich bedanke mich natürlich auch klar für die tolle Zeit. Das heißt ja nicht, dass ich aufhöre. Und das war es ja auch mit Pokémon Go eben 2019. Also, das ist so ein bisschen, um euch mal auf die Schippe zu nehmen, sozusagen. Und mal zu gucken, damit sich die Hater alle freuen und die anderen alle traurig sind. Und manche amüsiert sind, weil sie sagen, haha, du Schlingel, du. Und mir ist auch aufgefallen, ich habe ja geschrieben, dass bei dieser Umfrage 20% gesagt haben, Ramses, hör auf mit Videos, lass das, mach nichts mehr. Aber diese 20% war ich selber. Denn der aktuelle Stand damals war, zwei Leute haben für das Schilling-Format gewotet, zwei Leute haben für das mit Cam und Fresse-Format gewotet und niemand hatte Aufhören genommen. Ich, um die Ergebnisse überhaupt anzugucken, musste irgendwas auswählen. Ich habe auf Aufhören gedrückt und schon stande oben 40%, 40%, 20%, was ja logisch war, weil zwei Stimmen, eine Stimme. Und so dachte ich, wow, heftig, 20% sind dafür aufzuhören. Und ich habe natürlich den Vote geändert, was mir ja am liebsten ist, mit Cam und Fresse. Und als ich mit Cam und Fresse gemacht habe, stand es plötzlich 60 zu 40 und bei Aufhören waren einfach 0. Es hat also niemand gesagt, dass ich aufhören soll. Es hat keiner dafür abgestimmt. Und es war wirklich so, dass mein Vote im Prinzip nochmal da 20 dazugegeben hat und da 20 weg. Passt das? Weiß ich nicht. Ja, die 20 von da unten sind auf jeden Fall da mit drauf. Für Schilling waren dann also 40%, für Cam und Fresse waren dann 60%. Und jetzt wollen wir uns trotzdem mal kurz den aktuellen Stand angucken bei dem einmal Schilling und zurück Video, was ich ja nicht absichtlich so machen wollte, aber eben notgezwungenermaßen so dann gemacht habe. Und der aktuelle Stand ist immer noch Schilling mit gutem Ton 23%, mit Cam und Fresse 76% und hör auf mit YouTube 0%. Und wenn keiner will, dass ich aufhöre und ich selber will das auch nicht, habe ich trotzdem an Silvester aber ein Abschiedsvideo vom Jahr 2019 gepostet, denn 2019 ging zu Ende, das Jahr ging zu Ende. Ich habe mich bedankt bei euch für das tolle Jahr, habe so einen kleinen Zusammenschnitt gebastelt mit den Community Day Szenen, anderen Szenen, das ist sehr schön auf jeden Fall gewesen. Dazu möchte ich euch auch gleich kurz eine Memo noch vorspielen, hier, wenn ich die finde. Bla 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 bla. Habe ich nämlich gestern Abend auch bekommen von der Lina, ne? Die hat mir auch einen guten Rutsch und alles gewünscht. Wir sind ein neues Jahr und du kannst echt gut singen. Nein, das war scheiße. Das fand ich auch richtig genial. Gesundes neues Jahr und du kannst echt gut singen. Und im Hintergrund einfach, nein, das war scheiße. Da sind die Meinungen auch gespalten, aber ich finde, wenn man sieht, diese Stimmvariationen, die dabei waren, von dem Normalen zu dem Höheren, was richtig emotional war, und dann dieses ganz hohe, dieses Operettenhafte schon, also das kann trotzdem nicht jeder, kann so hochkommen mit der Stimme oder kann so emotional wirken, ob das jetzt sauber war, ob das in den Ohren wehgetan hat, ob man sich sowas anhören muss und will, ist ja wieder eine ganz andere Frage. Gesundes neues Jahr und du kannst echt gut singen. Nein, das war scheiße. Wir wollen heute natürlich beginnen, denn das Weihnachtsevent ist zu Ende, beziehungsweise bis heute Abend 22 Uhr geht das noch. Aber ich möchte mal meine Ausbeute zeigen, wir wollen mal drauf schauen. Hat euch das Weihnachtsevent Spaß gemacht? Wie fandet ihr die verschiedenen Boni? Immer alle zwei Tage gab es was anderes. Ich habe irgendwie alle zwei Tage alles immer verschwitzt. Ich wusste nie, was ist denn gerade was. Haben mir auch die Grafiken nicht nochmal angeguckt. Oh, jetzt ist es wieder ultra laut, jetzt müssen wir es wieder leiser machen. Ganz wichtig, zuallererst natürlich Darmhirplex. Da gucken wir mal nach bei Darmhirplex. Ach nee, das wird mit M nur geschrieben. Da haben wir nämlich ein Shiny bekommen. Ein Shiny mit
Glöckchen. Und die sind gar nicht mal so selten gewesen, wie ich gehört habe. Manche haben da einfach eins gebrütet. Manche haben da eins aus dem Raid gefischt. Wild konnte man die auch bekommen. Wild waren die natürlich seltener, aber Pupsi zum Beispiel hat auf ihrem Account eins gebrütet. Die gab es ja dann auch einfach normal, ohne Shiny. Sehen halt so aus, halt einfach normal. Und dann gibt es jetzt sicherlich auch das Shiny ohne Glöckchen zu fangen, wenn ihr das irgendwo antrefft. Gleichzeitig wurde das ja auch als Krypto-Pokémon in die Leader gebracht. Also die Leader, die Team Go Rocket, Bosse, Leader, wie auch immer, haben jetzt also auch neue Krypto-Pokémon, das wisst ihr ja. Da also auch Damiaplex dabei, da auch eins gesichert. Damiaplex also voll ausgelegt, wir haben da alles abgeräumt, kann man ja nicht entwickeln, braucht man nichts anderes. Jetzt geht's nach dem Event natürlich auf Jagd, ein normales Shiny Damiaplex zu bekommen, ohne Glöckchen. Das also auch noch interessant. Botogel können wir auch abchecken. Da haben wir nämlich hier noch ein paar gesammelt und eins. Hier seht ihr ein Shiny, was von diesem Jahr ist, das also noch bekommen. Shiny Botogel, hier habt ihr ein paar... Kann man ja auch nicht entwickeln. Ein paar Krypto-Botogel natürlich auch mitgenommen beim Event. Aber das war nicht mein erstes Shiny. Mein erstes Shiny war nämlich das hier vom 24.12.2018. Das habe ich auch von Pupsi bekommen. Müsste sogar unten drunter stehen hier. Super Sunny getauscht am 24.12. Das hat sie da gefangen und am gleichen Tag getauscht. Das war ihr Weihnachtsgeschenk. Letztes Jahr könnte man so sagen... Dann haben wir natürlich noch Pet Sneef, muss ich mal schauen. Ich habe mir da markiert, da will ich ja eigentlich auch immer die höchsten haben. 916 Pet Sneef werden wir entwickeln, habe ich mir extra aufgehoben. Einmal entwickelt, das müsste ein Level 30er sein. Ja, die pennt schon wieder. Das finde ich auch besonders cool. Ich habe ja gesagt, wenn ich das habe, das werde ich auf jeden Fall zum Buddy machen und dann damit laufen. Und mir sind die Shinies egal, ich will das. Jetzt durch dieses Buddy-Adventure hat sich der Plan natürlich ein bisschen geändert, da ich jetzt erstmal mein blödes Lavados zum Best Buddy machen möchte. Siberio auf jeden Fall. Ein siberischer Tiger. Ist aber ein Eisbär, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Eisbär mit 2607. Da geht noch was. Also der sieht auf jeden Fall auch richtig genial aus. Guckt euch den an. Auch eins meiner persönlichen Lieblings-Pokémon. Jetzt schon, obwohl ich noch nicht viel damit gemacht habe. Also Pet Sneef auch abgehakt. Siberio abgehakt. Was haben wir noch? Was können wir noch machen? Frigometri, da haben wir auch ein paar bekommen. Gab es ja trotzdem auch wild zu fangen und auch aus dem Gletschermodul. Habt ihr da auch eins bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Erinnert mich irgendwie an Transformers oder so, wenn ich das sehe. Also dieses Logo immer von den Guten und von den Bösen. Das könnte genauso gut ein Logo davon sein, was für die ganze Meute steht. Frigometri, also auch abgegriffen. Dann haben wir noch... Ich vergesse immer zu irgendwas, oder? Schneebedeck. Schneebedeck, auch ganz wichtig. Zwischen den ganzen 10.000 verschiedenen haben wir hier zwei Shinies. Und da seht ihr auch den Unterschied. Das ist ein weibliches, deswegen hat das nur einen Streifen unten. Das männliche hat zwei Streifen auf dem Bauch. Das also das höhere von beiden. Da wollen wir auch noch ein Shiny Schneebedeck zu Shiny Rex Blizzard entwickeln. Dann dürften wir eigentlich fast alles haben, außer Pikachu. Pikachu, das Highlight, das bleibt bis zum Ende natürlich spannend. Da wollen wir uns auch die Ausbeute anschauen. Hier seht ihr also jetzt das Shiny Rex Blizzard 1451. Könnte also für die Superliga auch schon auch noch ganz interessant sein. Sieht auf jeden Fall genial aus. Das ist mal was anderes als einfach nur alles grün oder pink oder sonst wie zu machen. Einfach nur ein paar Akzente, ein paar dezente Änderungen, ein paar keine irgendwas auf jeden Fall gemacht. Genauso haben wir hier dann auch das Krypto-Schneebedeck. Was mache ich jetzt damit? Da müsste ich ja eigentlich auch gleich eins entwickeln. Schneebedeck, damit wir das auch weg haben. Wie viele habe ich davon? Da 229,
245, ich glaube, ich habe sogar nur zwei. Gut, nehmen wir das auch gleich mit. Krypto-Schneebedeck entwickeln wir auch noch, gehört ja auch irgendwo zum Event. Botogel haben wir gezeigt, Krypto. Absol-Krypto gibt es natürlich. Auch als Shiny von den Rocket-Leadern. Das habt ihr aber schon in den Rocket-Leader-Videos gesehen bei den neuen. Genauso wie das Kindwurm. Obwohl, gut, das. Komm, das wurde jetzt eingeführt. Wir zeigen euch noch kurz das Absol. So, hier habt ihr noch Absol bekommen. Also Absol haben wir hier als Krypto-Variante. Hier sind noch drei Shinies. Zwei könnte ich sogar abgeben. Da ist ein Punkt dran, das nicht. Denn das habe ich mir getauscht vom IvaMild-Account. Was? 30.10.2018. Ist am 21.04.2018 gefangen worden. Und wir gucken uns nochmal kurz auch Kindwurm an. So, da gab es ja jetzt auch die Krypto-Varianten. 239 Kindwurm plus. Ach, das funktioniert nicht. Wir machen es mal anders. Wir geben einfach nur Krypto ein, machen nach Pokédex sortiert, gehen runter, suchen das Kindwurm. Da müssten wir jetzt drei Stück auch haben. Und entwickeln das einfach durch. Ach nee, ich habe ja nur eins. Das ist also die nächste Aufgabe noch. Noch zwei Kindwurm bekommen von den Rocket-Leadern. Stimmt, ich habe ja gar nicht mehr gemacht. Sonst hätten wir das auf jeden Fall auch noch entwickelt. Aber ein was haben wir noch übrig. Und das ist Pichu. Ne, wir müssen plus. Plus. Pichu. Und schillernd. Das sieht auch sehr, sehr unübersichtlich aus. Wir sehen es auf jeden Fall hier. Das ist das absolute Highlight. Ein Pichu, ein Shiny Pichu mit Weihnachtsmütze. X-Mess Peach Boo. Auch von Pupsi gebrütet. Am 24.12.2019, was sie mir dann getradet hat, was sie mir geschenkt hat. Letztes Jahr hat sie mir also ein Shiny Botogel geschenkt. Dieses Jahr ein Shiny Pichu mit Mütze. Also das richtig genial und das werden wir natürlich auch nicht entwickeln, denn wir haben ja, wie ihr seht, hier noch zwei Pikachu. Ein männliches Shiny Pikachu mit Mütze und ein weibliches Shiny, ne, ist auch ein männliches. Und noch ein männliches Pikachu mit Mütze. Und das höchste von den beiden, also das 772er, werden wir jetzt noch entwickeln zum Shiny Raichu mit Mütze. Dann haben wir aber, glaube ich, wirklich alles komplett, alles durch. Wir haben Botogel Shiny, wir haben Schneebedeck Shiny und Entwicklung. Wir haben Damirplex Shiny, wir haben Petsneef mit Entwicklung, wir haben die Schneeflogge, wir haben die komplette Pichu, Pikachu, Raichu-Familie schillernd mit Mützen. Also mehr kann man da wirklich nicht rausholen. Richtig genial. Und jetzt geht es ja bald wieder los, dass ihr eben beim Neujahrs-Event das Partyhut-Pikachu bekommen könnt als Shiny. Das müsste ich auf jeden Fall nochmal suchen, da das hier ja Lucky geworden ist. Und ich hasse das ja, wenn die Lucky werden. Also würde ich das dann wegschmeißen und gehe auf Suche nach einem neuen, schillernden Partyhut-Pikachu. Davon haben wir, glaube ich, aber... Nö, haben wir nicht. Wir haben ein normales Pichu. Wir haben ein Ashcap-Pichu als Shiny. Aber wir haben keinen Partyhut-Pichu. Das ist also die nächste Aufgabe. Brüten, raiden... Fangen, alles mögliche, das Partyhut Pichu muss in die Sammlung und zwei schillernde Pikachu bzw. eins, dann entwickle ich das halt zu Raichu, mir egal, aber das wäre ein neues Ziel natürlich noch, das alles zu kriegen. Wie war eure Ausbeute so? Schreibt es mal in die Kommentare, was habt ihr alles bekommen, was fehlt euch noch und... Ja, was war euer Lieblings-Pokémon im Event, was ihr gesuchtet habt? Feiert ihr Botogel? Feiert ihr Schneebedeck? Feiert ihr die komische Schneeflogge oder doch Petsneef? Petsneef immer noch eins der süßesten meiner Lieblings-Pokémon. Das Lavados fliegt schon wieder über die Arena. Das heißt, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, the peace out, Vorhaut, euer Ramses.